Das Grüne Band ehrt die Vereine, die sich tagtäglich mit guten sozialen, pädagogischen Konzepten, vor allen Dingen mit leistungssportlichen Konzepten, um unsere jungen Menschen bemühen. Das Grüne Band ist aus dem Sport nicht wegzudenken. Es kommt genau da an, wo es hingehört, nämlich bei der Jugendförderung. Und das ist einfach sensationell für die Vereine und für die Kids. Im nächsten Jahr jährt sich die Partnerschaft mit dem Deutschen Olympischen Sportbund zum 30. Mal. Und für uns ist es ganz, ganz wichtig, eben nicht nur im Spitzensport im Sponsoring tätig zu sein, sondern auch in der Breite. Und da ist gerade auch die Förderung von Jugendlichen und von Talenten für uns sehr, sehr wichtig. Und eben nicht nur bezüglich der sportlichen Leistungen, sondern auf der anderen Seite auch Themen wie Persönlichkeitsentwicklung für die Vermittlung von Werten, von Fairness, von Kompetenz, die auch für die Commerzbank stehen. Ich habe selber mit dem Verein mal gewonnen und halte es für total wichtig, auch den Jugendsport weiter zu supporten. Als Trainer habe ich es gemacht und jetzt mache ich es in der Rolle als Botschafter und bin ich auch sehr stolz drauf und es macht wahnsinnig viel Spaß. Ein schönes Gefühl. Ich glaube, wir wissen noch nicht, was wir damit tun. Das entscheiden die Vorsitzenden. Wir müssen ja noch den Schiedsrichter bezahlen und dann noch die Räume mieten. Wir haben hier mit unserer Zicke-Zacke, das sind die kleinsten, das sind so 4- bis 6-jährige Kinder. Damit haben wir uns beworben. Den Effekt, den wir hinten rausbekommen haben, sind dann natürlich dann Medaillen dieses Jahr in Baku von Lea Grieser mit der Mannschaft oder letztes Jahr die Bronzemedaille am Balken von Maike Enderle. Und es ist natürlich ein Riesenerfolg, dann dafür auch ausgezeichnet zu werden. Es freut uns sehr, dass wir dafür gewürdigt werden, dass wir so viel also für die Jugend machen. Es ist einfach eine große Ehre für uns, dass das jetzt mal so bekannt wird. Das ist eine tolle Atmosphäre hier und es ist eine große Ehre für uns. Yeah.